Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Das ist eine Zombie-Ausgabe und eine Indie-Ausgabe, weil wir nämlich Filme besprechen, die genau diese Dinge zum Thema haben. Geil, wa? Die erste Besprechung widmet sich dem Film Peninsula und das ist der zweite Teil quasi zu Train to Busan. Und den haben sich Mike und Till vorab in der Presseverführung geben können. Da gab es kein Embargo. Ich weiß nicht genau, ob der Film jetzt so mega gut geworden ist. Die Kritiken, die man anderswo hört, sind doch sehr durchwachsen. Was die beiden Jungs dazu zu sagen haben, müsst ihr also schon selbst rausbekommen. Es folgt die Besprechung des zweiten Zombie-Films mit dem Titel Zombie Child. Das ist ein Film, den sich Sam und Patrick vorab geben konnten. Hier geht, glaube ich, um ein Kind, das ein Zombie ist, aber irgendwie auch nur so halb. Oder vielleicht ist es auch kein Zombie und der Titel ist mega verwirrend. All das sind Fragen, die ganz sicher in der Besprechung geklärt werden. Ja, und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Adamstown. Und das ist so ein Film, der hat keinen Kinostart, der hat generell keinen Start irgendwo, irgendwie. Das ist ein Film, der basiert auf einer Comic-Vorlage. Und nachdem ich bei den Kollegen des Comic-Podcasts Yay Comics ein Interview gehört habe, ein großes, langes, schönes, wunderbares Interview mit dem Regisseur oder Produzenten war es, glaube ich, eher von Adamstown und auch der damit die Comic-Vorlage geschrieben hat, die ich übrigens zeitnah bei den Comic-Cookies rezensieren werde. Da hatte ich einfach auch mega Bock drauf, das Projekt zu unterstützen und deswegen haben wir jetzt hier Adamstown für euch besprochen. Das waren in dem Fall Frosty, Lasse und Patrick, die den Film ganz genau für euch analysiert haben und so. Und ich glaube, es ist was für Fans, die auch was mit Helge Schneider zum Beispiel anfangen können. Und das ist ein integratives Projekt und das ist alles voll cool. Das sind Laienschauspieler. Da muss man einfach faire Bewertungskriterien ansetzen. Ich hoffe, wir haben das erfolgreich getan. Und ja, wisst ihr Bescheid. Ladies and Gentlemen, bitte, bitte, bitte hinterlasst Feedback. Gern auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es die Möglichkeit, in den Kommentarbereichen irgendwelches Feedback zu hinterlassen, im Guten wie im Schlechten. Wir freuen uns drauf. Jetzt also, ja, gutes Hören und so. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Peninsula mit meine ich mich, denn der Esel nennt sich immer zuerst. Und Mike, grüß dich. Ja, servus, Gute. Hi. Ja, Peninsula ist der Nachfolger von Train to Busan, den ich persönlich sehr schätze, vom Regisseur Sang-ho Yeon, der unter anderem auch noch verantwortlich ist für den Film Psychokinesis oder eben hier bei uns Telekinese. Der Film geht 120 Minuten, knapp, Stunde 56, ist hier bei uns noch nicht gewertet von der FSK, steht zumindest not rated drin. Ich schätze mal, das ist eine 16er, für eine 18er reicht es nicht, so, was den Gewaltfaktor angeht. Und es spielen mit Dongwon Gang in der Hauptrolle, den kennt man vielleicht aus Ilang, The Wolf Brigade, das ist so ein Anime-Realverfilmung. Dann, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Jung-Hyung Lee, die, ja, habe ich mal durchgeguckt, außer jetzt Peninsula hat sie nur so Korea-interne Sachen gestartet, die sagen mir alle überhaupt nichts, bei den anderen spuckt mir hier IMDb nicht mal mehr Bilder dazu aus. Ja, das sind die harten Fakten, ansonsten startet der Film am 8. Oktober hier bei uns und die Handlung, Mike. Was geht ab? Ja, wir schließen quasi an die Handlung von Train to Busan an. Denn, wie gesagt, nach den Ereignissen aus dem ersten Teil hat sich der Virus sozusagen 4 Jahre später auf die gesamte Halbinsel Korea ausgebreitet und macht da der Bevölkerung so ein bisschen zu schaffen, kann man so sagen. Der, wie du schon sagtest, der Soldat Jung Seok, gespielt von Dongwon Gang, entkommt dieser Zombie-Hölle ganz knapp und lebt daraufhin, ich glaube, in Hongkong, genau, lebt dort in Hongkong eher ein zurückgezogenes Leben, weil, wie gesagt, die Personen, die von besagter Peninsula sozusagen kommen, leben dort als, ja, Ausgeschlossene, kann man so sagen. Und daraufhin bekommt er ein seltsames Angebot. Er soll nämlich mit einer Gruppe Söldnern auf die unter Quarantänen stehende Peninsula zurückkehren und dort einen LKW finden, der beladen ist mit Geld. Und dann geht's los, genau. Das ist so die grobe Handlung. Also ganz, ganz kurz vorher, wie fandest du Train to Busan? Fantastisch, muss ich sagen. Ja. Also ja. Ein
super bodenständiger Horrorfilm, der, oder Zombie-Film, sagen wir so, der ein paar frische neue Ideen hat und gerade auch was das Zombie-Design angeht und wie die eingebracht wurden, mich durchaus überrascht hat. Gerade mir ist auch heute dann wieder direkt in den Kopf gesprungen, die Szene, wie sie dadurch, dass die Zombies bei Nacht sozusagen nichts sehen und nichts wahrnehmen können, wie sie sich dann, als der Zug durch einen Tunnel fährt, quasi in der Dunkelheit durch den Waggon schieben oder da langschleichen. Und das ist einfach so unfassbar spannend. Leider muss man sagen, dass man solche Momente hier gemisst hat. Aber genau, das sehe ich auch so. Train to Busan hat mich auch echt überrascht, den fand ich ganz cool. Er hatte halt mehrere coole Sachen. Die Zombies waren irgendwie cool gemacht. Das waren, hier sind es halt rennende, schnelle Zombies. Da gab es halt echt viele coole Versatzstücke, die echt spannend waren. Das mit dem Tunnel oder auch, wo die da über die Gepäckablage krabbeln. Und dann springen sie nochmal aus dem Zug und sind irgendwie am Bahnhof und dann geht es wieder zurück. Also den fand ich echt toll. Der hat auch eine echt eine schöne emotionale Fallhöhe gehabt am Ende. War ziemlich emotional tatsächlich. Ja, und Peninsula, er sieht schön aus. Wenn man jetzt mal, also zum CGI komme ich gleich. Aber ich fand, er sah so ganz schick aus. So die Insel ist irgendwie so runtergekommen. Tatsächlich, man kann sich wirklich zumindest da auf dieser Insel vorstellen, das ist, da hat keiner Bock zu leben. Das ist halt alles völlig verseucht. Es hat mich so ein bisschen an, vielleicht an das Videospiel Last of Us erinnert, gerade an. Ja, komplett, auch die Gitarren, also auch der Soundtrack. Ja, das, da genau. Im Endeffekt kommen wir da schon zum für mich größten Problem, neben der nicht so guten Handlung. Er ist einfach, es wirkt für mich nicht wie ein eigenständiger Film. Du sagtest schon, es wirkt irgendwie ein bisschen wie The Last of Us. Dann hat es auch noch den Soundtrack, der viel gezupfte Gitarre hat zwischendurch, weil das was ja das Markenzeichen bei Naughty Dog ist, was den Soundtrack angeht. Und dann, ja, irgendwie vermischt er einfach alles. Wobei er gut anfängt, finde ich. Also ich finde auf dem Schiff, ja. Oder? Ja, das ist es nämlich, wie du schon sagst, er mischt so alles ein bisschen rein, weil ich war am Anfang, dachte ich so, ja, okay, so eine Endzeit, die, wo sich die Natur oder was weiß ich, die Welt ein bisschen die Stadt zurückholt und dann dieser Soundtrack dazu. Aber das passiert so ein, zwei Mal und dann kommt wieder was komplett anderes und dann wieder was komplett anderes. Es ist so. Ja. Ja, aber gut. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, der Anfang war irgendwie cool, wo sie auch, die sind irgendwie auf dem Weg nach China und dann ist halt dann, natürlich ist da ein Zombie-Zwischenfall und dann passiert da was ganz Tragisches und da ist auch schon das erste, also man muss den Zombie-Film vielleicht nicht unbedingt nach der größten Logik suchen, aber so ein bisschen stimmig innerhalb muss es ja sein und da ist dann natürlich ein Infizierter und wenn ich mir vorstelle, die stopfen ein Schiff voll, um dann irgendwo anders hinzureisen. Das dauert Stunden, bis so ein Schiff voll ist und abreisebereit ist. Und dann sitzt da einer und nach den Stunden, bis das Schiff losfährt, dann bricht plötzlich die Infektion aus. Und auf dem Schiff sind die aber alle nach 10 Sekunden schon komplett infiziert. Also da hat direkt am Anfang das schon für mich irgendwie, war das schon komisch und so ein Bruch in der eigenen Logik. Weil ich finde, wenn eine Infektion so lange dauert, wie bei diesem einen, der auf dem Schiff ist, warum verwandeln sich dann die anderen so schnell? Das war mir schon irgendwie. Ja, es fühlt sich alles ein bisschen gezwungen an, dass man möglichst schnell versucht zu etablieren, dass diese Insel sozusagen abgeriegelt ist, aufgrund dessen, weil man da einfach, weil man das nicht kontrollieren kann. Was ja dann auch am Anfang durch sozusagen so Nachrichtensprecher oder eine Talkshow in der US-amerikanischen dann noch breit erklärt wird, dass das seit 4 Jahren ist, dass die komplette Insel abgesperrt ist, dass man da nicht reinkommt, nicht rauskommt und so weiter. Was, okay, man kann damit, man kann sich damit abfinden, weil es halt am Anfang wirklich erklären soll, was da los ist. Aber es ist halt trotzdem nicht sehr gut gelöst. Ja, fand ich auch. Das zieht sich so durch den ganzen Film durch. Er fängt ganz gut an und dann, ich finde, er wird eigentlich immer schlechter, umso länger er geht. Und dann gibt es natürlich irgendwelche, ich möchte nicht Mad Max sagen, aber irgendwelche. Doch. Ja, total. Halt eine Gruppierung, die sind natürlich alle ein bisschen crazy und haben natürlich auch einen Anführer. Und dann geht es halt alles zu seinen Laufen. Gehen die dahin und dahin und versuchen halt irgendwie entweder ans Geld zu kommen oder an ein Satellitentelefon. Die wollen halt irgendwie von der Insel weg. Das ist halt die ganz kurz und knapp zusammengefasst. So, darum geht es ja.
dann kommt halt nichts Neues. Ja, mehr passiert doch bei Zombie Baby Driver. Oh Gott. Hier die ältere Tochter von der Mutter, die mit die Hauptrolle spielt. Ey, wie ganz ehrlich, erstens, so fährt niemand. Woher soll sie fahren lernen auf so einer Insel? Ja, man kann es vielleicht wirklich mal beschreiben. Baby Driver, da habe ich nämlich auch dran gedacht. Es sind wirklich so schnelle Schnitte zwischen Gaspedal, Gangschaltung und wie das Auto dann durch die Apokalypse driftet und dabei die Zombies mitnimmt und wie sie auch wirklich jede Kurve perfekt nimmt und alles. Und auf dem Beifahrersitz sitzt dann noch die 5-jährige Tochter ja. Und im Hintergrund läuft so ein Pop-Soundtrack und du denkst so, was ist denn hier los? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Also, und das nicht so in diesem typischen, ich sag mal, Bollywood-Manier, wo man denkt so, Alter, das ist halt einfach richtig geil, sondern das ist so ein krasser Bruch auch. Ja. Und es ist nicht mal gut inszeniert, weil es strotzt wirklich vor CGI. Das Auto fühlt sich an wie so ein Spielzeugauto von Hot Wheels. Mhm. Und also, nee. Das stimmt. Das CGI ist auch, also im Dunkeln ist CGI ja manchmal sogar noch, wenn es schlecht ist, nicht so auffällig, aber das war halt, die Fahrzeugphysik war so scheiße. Irgendwie das Auto, das springt über irgendeine Rampe und dann fällt es aber, als würde jemand an der Schnur ziehen, wird es auf den Boden gezogen, als wäre es irgendwie auf einer Magnetbahn. Das ist, also es passt wirklich vorne und hinten nicht. Und die Idee an sich finde ich ja cool, dass sie über die Drifts dann parallel dazu das Licht anschaltet, sodass die Zombies auf sie aufmerksam werden, um dann dafür zu sorgen, dass die Zombies ihr folgen und die Verfolger dann wiederum von den Zombiehorden blockiert werden. Die Ideen dahinter sind alle cool, auch mit diesem, da gibt es die Szene, wo dieses kleine Mädchen dann so ein ferngesteuertes Auto nimmt, was vollgepackt ist mit LEDs und Disco-Kugeln und dann lockt sie halt damit die Zombies weg. Die Ideen sind alle cool, aber es ist alles irgendwie, natürlich kippt das Auto, das ferngesteuerte Auto kippt genau dann um, wenn es direkt an dem Auto ist, in dem die drin sitzen. Und natürlich stößt das Zombie, irgendein Zombie stößt dieses Auto um, es kann wieder das weiterfahren. Das ist, ich weiß nicht, das ist alles so lazy. Es ist wirklich problematisch, wenn man so Train to Busan so sehr mochte, der wirklich so bodenständig war und eigentlich relativ nah an der Realität, ja. Sofern man das mit Zombies machen kann. Und dann hast du sowas, wo die Kinder, okay, die sind in der Apokalypse da aufgewachsen und so weiter, aber es wird eben so mit so einer merkwürdigen Leichtigkeit inszeniert, dass man nicht weiß, ob der Film sich ernst nimmt oder nicht, aber dann hat er vielleicht jetzt im starken Kontrast dann zum Ende hin raus wirklich so unfassbar theatralische Szenen, dass man das, also es ist schlimm. Ja, genau, es ist leider, also wir haben, als ich im Kino angekommen bin und dann natürlich hat man sich vorher kurz irgendwie so ein bisschen ausgetauscht und alle fanden den ersten Teil geil und hatten halt, alle hatten irgendwie Befürchtung, vielleicht wird der nicht so gut, weil die Trailer waren ja auch schon sehr Kraft-Bumm-mäßig, genau. Wobei ich den letzten gar nicht mal kannte. Ja, und dann war es halt so. Und dann gibt es halt diese Gruppierung, wo wir dann, ja, also es gibt dann einen Gefangenen, der ist ein Nebencharakter und natürlich gibt es innerhalb, das sieht man auch im Trailer, gibt es in diesem Lager einen Zombie-Käfig-Fight, Cage-Fight-mäßig. Und niemals, egal was für Film, war es jemals eine gute Idee, Zombie-Fight-Clubs zu machen. Das ist einfach Bullshit. Ja, es ist eben so eine Aneinanderreihung von den stupidesten Klischees, die das Genre so zu bieten hat. Also, ja, komplett. Und es wäre ja nicht mal so schlimm, wenn die Charaktere das tragen würden, aber nicht mal das tun sie, weil man lernt keinen der Charaktere sonderlich ausgiebig kennen, besonders nicht den, es gibt noch so einen, ich sag mal, den Opa der beiden Kinder und der Frau, der für einen einzigen Moment da ist, so ein Deus Ex Machina-Moment ganz zum Schluss und das war's dann auch schon, sonst hat er gar nichts Besonderes, ja. Genauso wenig wie der Captain dieser dieser Mad Max Arena Fights, sage ich mal. Das sind solche Abziehbilder ohne Charakter, ohne nichts. Es ist alles so ärgerlich. Es ist einfach ärgerlich. Das ist einfach leider so. Und jetzt, ich glaube, ich muss meine Wertung noch mal einen halben Stern runterdrehen, jetzt wo wir drüber reden. Ja, und dann, genau,
Dann sind wir bei Last of Us hatten wir schon, dann hatten wir Baby Driver. Mad Max hatten wir auch noch. Mad Max, genau, Mad Max, das Gefühl hatte ich am Anfang schon, als dann die Wagen zu sehen waren, mit dieser, ein bisschen überdrehten Militär-Söldner-Truppe da. Ja, und dann kommt es halt am Ende zu einer Verfolgungsjagd und das ist halt Mad Max im Schatten mit wieder schlecht gemachten CGI-Autos. Ich weiß auch nicht. Und dann hat natürlich einer auch noch so Spikes an den Felgen dran. Und ja, das hätten sie sich alles sparen können. Irgendwie ein bisschen geerdeter, ein bisschen weniger Klamauk auch. Also asiatische Filme, mal mehr, mal weniger Klamauk, haben die ja immer irgendwie drin auf ihre ganz eigene Art. Je nachdem, ob China, Japan, Korea, das machen die alles so ein bisschen auf ihre Art. Das ist auch okay. Auch vom Schauspiel her, aber das war drüber, fand ich. Teilweise hat es schon so ein bisschen Jackie Chan-Quatsch-Comedy drin, irgendwie, obwohl es halt überhaupt nicht reingepasst hat. Ja, und dann kommt dieses völlig, das hattest du schon gesagt, dieses theatralische Finale. Was sich auch einmal mit dem, ewig einmal zieht, mit, ne? Total, mit diesem Ex-Machina-Moment, den du angesprochen hast. Und dann halt, was du vorhin auch schon sagtest, die Figuren. Du schaffst es überhaupt nicht, eine Beziehung zu denen aufzubauen, mit denen irgendwie zu relaten, wie der Deutsche sagt. Mir fällt gerade das deutsche Wort. Und dann wird dieses emotionale Ende so lang gezogen. Und dieser Film will dir sagen, guck mal, jetzt mal voll auf die Tränendrüse, aber es klappt halt null. Weil, wie du schon sagtest, man hat keine Verbindung zu den Charakteren aufgebaut irgendwie. Was auch ein Grund ist halt, dass vorher recht viel Quatsch passiert. Es ist leider so. Es sind wirklich die blödesten Momente werden da rausgenommen aus den, die blödesten Klischees werden da bedient und auch Dinge ganz zum Schluss, wenn man vor einer Zombiehorde flüchtet, da werden zwei Autotüren aufgemacht im Vorbeigehen, um die Zombiehorde aufzuhalten, weil die sich natürlich blockieren und dann stauen sich da wohl gefühlt 20.000 Zombies auf. Und ich denke so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Es werden halt die billigsten Auswege genommen und die billigsten Mittel, um die Story in so eine Richtung zu lenken. Ja, ist es leider so. Und vorher sieht man, was sie kann und alle Moves, die sie macht, in ihrem Auto zum Beispiel, die macht sie genau quasi fast nochmal dann im Finale und null Spannung. Und ich weiß auch nicht, das ist alles nicht so geil. Was haben wir denn noch? Fast and Furious, hatten wir das schon zum Vergleich? Das passt auch so ein bisschen. Gerade so diese, was du sagtest, wie bei Baby Driver ja auch, mit den diesen Shots auf die Kupplung. Und so ein bisschen, hier ist Escape from, was ist das, New York, L.A.? Mhm. Mit, ach Gott, mir fehlt, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das alles zusammengeklaubt. So, und bevor wir uns noch mehr ärgern, was hat dir denn ganz gut gefallen? Gibt es da was? Ich muss so vielleicht sagen, wenn die Zombies mal als reale Schauspieler oder Charaktere wieder eingebracht werden, so wie das ja im ersten Teil so ist, wenn sie sich in ganz merkwürdigen Bewegungen vom Boden aufrichten und so weiter, das haben wir in Peninsula auch ein paar Mal, das ist halt wieder geil. Und sobald das wieder zu CGI-Massen überwandert, die ohne Gewicht da durch die Gegend fallen, ist es dann wieder so ein bisschen, aber diese Momente, wo man auf einzelne Zombies trifft, auch das in der Arena, ist jetzt nicht unbedingt cool, wenn man jetzt diesen Mad Max-Faktor da draufsetzt, aber die Zombies sind halt dann doch wieder die Sache, die den Film für mich interessant machen, auch wenn die jetzt gerade in Peninsula wieder so in den Hintergrund rücken, weil die einfach gar keine, nicht so eine große Relevanz spielen. Ja, das stimmt. Sie sahen in den Nahaufnahmen, sahen die echt cool aus. Ja, jetzt gerade auch am Anfang das Make-up. Genau, ja. Und das war auch gut. Und da dachte ich halt auch, okay, das könnte doch echt cool werden. Vor allem, weil die Überfahrt nachts auf dem Boot war auch irgendwie so ganz cool gemacht und das gab dann einen Shot mit so einem Leuchtpistolen. Dann hast du einmal kurz so eine Aufnahme von dieser ganzen Insel gehabt, wo diese Leuchtkugeln am Himmel leuchten. Und das war so ein Bild, was ich mir am liebsten hätte rausschneiden wollen, weil das wirklich schön aussah. Hat so ein bisschen an Godzilla erinnert. Ganz genau, ja.
Das war genau das, woran ich auch gedacht habe. Das sah echt schön aus. Und dann wird es wieder quatschig. Also ich würde auch gern mehr erzählen. Aber bevor wir hier noch weiter 20 Minuten uns ärgern, würde ich sagen, wir haben das Wichtigste haben wir gesagt. Es ist leider für mich eine Enttäuschung, um das schon mal so vorwegzunehmen. Was heißt vorwegzunehmen? Das Fazit schon mal so vorwegzunehmen. Du noch abschließend eine kleine Zombie-Bewertung. Es ist, weiß nicht, wie viel, maximal 5 zerquetschte Schädel können wir geben? Oh, ich bin bei 2. Also ich hatte mich wirklich sehr gefreut. Und rausgekommen ist eigentlich so ein unterdurchschnittlicher Zombie-Film. Also den, ich habe geschrieben, dass man den direkt, sobald der Abspann vorbei ist, eigentlich schon wieder vergessen hat. Weil, ja, der ist einem einfach egal. Wenn man sich nicht drüber ärgert, ist einem der Film egal. Und das ist das Schlimmste, was einem wirklich passieren kann. Ja, das ist leider so. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe erst, tatsächlich war ich bei 2,5. Aber jetzt, wo wir so nochmal drüber geredet haben, muss ich bei Letterboxd nochmal einen abziehen. Leider. Es ist wirklich leider, weil der Vorgänger war super, das jetzt nicht so. Und ich denke, damit können wir auch Schluss machen hier, bevor wir uns noch weiter ärgern. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Super cool ist, über den Film zu berichten. Ach, nee. Genau, spielt lieber Last of Us 2, spielt lieber Last of Us 1, guckt euch Baby Driver an und Mad Max für richtig, richtig geile Verfolgungsjagden. Und es gibt so viele tolle Zombie-Filme. Ja, Train to Busan. Train to Busan, genau, ist einer davon. Guckt sie euch an. Peninsula vielleicht, na, es gibt ja so 99-Cent-Aktion bei Amazon, das wird bestimmt irgendwann kommen. Das habe ich nämlich auch gedacht. Aber, da wird der direkt landen. Genau, aber mehr auch nicht. Dann könnt ihr ihn euch angucken. So, und damit sind wir durch. Mit Peninsula. Schade. Ich danke dir. Gern geschehen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Hören wir uns das nächste Mal. Adieu. Ciao. Tschö. Hallo und wieder herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich habe mir heute den Patrick rangezogen. Servus, Patrick. Hi. So, Patrick und ich haben uns einen Film angeschaut, jeder für sich natürlich, und zwar den Film Zombie Child aus dem Jahr 2019. Und er geht ganze 1 Stunde 43 Minuten, soll ein Drama-Horror-Fantasy sein, sehen wir dann später. Ist von Bertrand Bonello und es spielen mit Luis Laberg, Wieslande Lumina, Adil David. Und Produktionsländer waren Frankreich und Haiti. Und das Ganze soll am 8. Oktober 2020 bei uns starten. Ob es im Kino ist oder on demand, das werden wir dann dementsprechend sehen. Lieber Patrick, würdest du uns kurz dann erklären, um was es geht in diesem Film? Na klar, es geht um eine Gruppe jugendlicher Französinnen, die auf einer Elite-Universität studieren und abends treffen die sich immer wieder mal im Kunstraum und fangen an mit Voodoo-Ritualen und sonst was. Und irgendwas scheinen sie damit heraufzubeschwören, weil so eine Sache damals in Haiti, die eine ganz große Zeit vorher war, auf einmal wieder hier quasi sich ein Weg hinbahnt und man merkt dann irgendwie, also es ist eine Story, die auf zwei Zeitebenen spielt. Einmal in Haiti, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Französinnen. Und eine dieser Mitschülerinnen behauptet auch, ein Zombie zu sein. Genau, ich kann dich da ein bisschen nicht berichtigen, sondern dir sagen, dass das klar zwei Zeitspuren sind. Das erste war 1962, das in Haiti mit dem jungen Mann. Genau. Und die jungen Mädels, die spielen in der Jetztzeit, also knapp 55 Jahre später. Ja. Der Zusammenhang, ist der dir erschlossen? Oder so? Weil mir war das ein bisschen. Es hat unter anderem mit Sklaverei und Voodoo zu tun. Damals hat man ja per Voodoo afrikanische Sklaven gehalten. Und da sie damit auch so ein bisschen verankert ist, also wir haben hier auch eine afroamerikanische Schülerin,
beschwört sie einiges hoch, das eigentlich hätte ruhen sollen, und einige Verbrechen in der Vergangenheit werden dadurch quasi aufgerollt. Also so ein paar Geister, die eigentlich hätten ruhen sollen. Ja, genau. Und das Ganze kommt natürlich auch nicht von irgendwoher, sondern derjenige, die junge Person, wo man am Anfang sieht, also aus den 60ern, das ist ihr Großvater. Also da steht der Zusammenhang. Ja, hier muss man bei dem Film den Begriff Zombie ein bisschen anders werden. Also es sind nicht diese typischen Zombies, wie wir natürlich aus den George R. Romero Filmen kennt oder aus Dawn of the Dead und sowas, sondern hier wird dieses Wort Zombie ganz anders manifestiert, also ganz anders dargestellt oder auch umschrieben. Zombies sind hier eher, ich würde mal fast sagen, seelenlose oder empathielose Wesen. Manche können sich noch nicht mal an die Vergangenheit erinnern. Mhm. Und bevor George A. Romero die Zombies zu diesen hirnfressenden, pandemieartigen Wesen gemacht hat, war der Ursprung der Zombies tatsächlich im Voodoo. Genau. Wie schon angeschnitten, war das damals wirklich so diese ursprüngliche Definition. Und überwiegend waren die Zombies tatsächlich afroamerikanische Sklaven, die so willenlos auf Baumwollplantagen ihre Arbeit verrichtet haben oder zu sonstigen üblen Zeug missbraucht wurden. Genau, die... Ja. Sie waren sehr, sehr fremdgesteuert. So ist das. Das ist so. Genau, in dem Film ist es nämlich so, dass der Herr, ich habe den Namen vergessen, Namensgedächtnis, wir haben vorgespielt, der wird durch irgendwelche Mittel oder auch Mixereien da eigentlich zum Sterben gebracht. Also die Leute denken, er ist tot. Dabei ist er gar nicht tot und wird ausgegraben und wird dann als Sklave hier in dem Film in einer Zuckerrohrplantage zur Arbeit gezwungen. Und zwar halten die ihn mit bestimmten Pharmazeutikern. Ich habe jetzt keine genaue, das kam aber im Film auch nicht vor, hatte ich irgendwie. Oder ich habe es verpasst. Also ich habe nicht direkt gesehen, was sie verarbeitet haben, dass der so willenlos ist. Also er kann arbeiten, er kann natürlich gehen und so, aber sein eigenes selbstständiges Denken hätten sie durch diese Mittel total gelöscht und dadurch wurden sie zu Zombies. Extra in Gänsefüßchen. Ich finde es gut, dass sie das offen gelassen haben, was für Mittel oder Substanzen das waren. Nicht, dass du dann irgendwelche Kinder, die das sehen, vielleicht zum Nachahmen dazu bringst. Ja, also ich denke, das wird bewusst offen gehalten. Ja, vermute ich nämlich fast auch. Also man weiß nur, dass er irgendwas zu sich genommen hat und dann in diesen Trance-ähnlichen Todeszustand fällt und dann halt wieder ausgebuddelt wird auf diese Zuckerrohr, so rum. Plantage gebracht. Was wir jetzt vergessen haben, ist, dass es im Kern auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story ist, also eine dieser Mädchen. Genau, da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus. Weiter, ja. Die wird von ihrem Freund verlassen und dann geht sie natürlich hin zu ihrer Voodoo-Freundin und will da per Voodoo natürlich was ändern, dass ihr Freund da zurückkommt. Also die Mädels experimentieren da schon sehr mit Voodoo rum. Eine träumt dann auch regelmäßig von ihren Ex in total abgedrehten Drogenträumen. Wird dann wie in so einem billigen Playboy-Motiv in einer wilden Landschaft rumposiert und so. Auf dem Motorrad, ne? Auf dem Motorrad. Natürlich. Ja, genau darauf wollte ich nämlich auch gerade noch zu sprechen kommen. Die Fanny, so heißt die Dame, die ist so die beste Freundin von der afroamerikanischen Mädchen. Oder angehende beste Freundin, die hat so ein bisschen Liebeskummer und dann verlässt der Freund sie auch, glaube ich. Und sie sucht halt dann Rat bei der Tante von dieser Melissa, genau. Was man noch dazu sagen muss, die Mädels in der Jetztzeit, die gehen auf eine Elite-Schule. Das ist nur für Leute, deren Eltern eine Elite-Auszeichnung bekommen haben, dürfen auf diese Schule. Und das ist eigentlich wie ein Internat. Und da befinden sich halt nur Mädels. Und die Fanny, die hat einen Freund und der macht Schluss und dann sucht sie halt Rat bei der Tante von der Melissa. Und es geht ein bisschen schief. Ja. Ja, ja. Aber das dürfen wir, glaube ich, nicht sagen, weil das wäre so ein Riesenspoiler. Ah,
ja, oder ich würde mich da tatsächlich auch etwas zurückhalten. Ja. Gut. Aber ich finde es auch schön, wie dann diese beiden Zeitstränge, die da aufgemacht werden, dann ineinander übergehen und sich dann tatsächlich relativ organisch anfühlen. Am Anfang fühlt sich das ja noch an, als würden da zwei Filme parallel laufen. Ja. Aber am Schluss ergibt das dramaturgisch sogar einen Sinn. Richtig. Also haben wir hier wirklich ein Horror-Drama-Fantasy. Weil es ein bisschen Fantasy-Anleihen trennen, gerade diese Traumsequenzen mit den Traumprinzen oder hier die nächtliche Wanderung von Melissa. Das ist alles so ein bisschen ins Fantasy. Aber der Drama überwiegt halt bei dem Film. Wie fandest du denn? Entschuldigung, ja. Und Horror ist ganz gering. Also es gibt so eine Stelle, wo ich denken könnte, okay, das ist jetzt FSK 16, da hat man ein bisschen mehr gesehen. Ja, es existiert noch keine FSK, aber ich würde mal sagen, wegen dieser einen Stelle ist es vielleicht so, dass man das FSK 16 macht, oder falls man dann darüber hinweg sieht und sagt, ja, okay, wir wollen den Kindern ja was zum Lehren geben, dann drücken die da vielleicht so ein Auge zu. Ja, richtig. So, ich habe noch eine Frage an dich. Wie fandest du denn die Vertonung? Weil wir haben das Ganze nämlich in Französisch, Originalsprache, also Originalton angeschaut mit deutschen Untertiteln. Kam dir das authentisch rüber? Also, oder wie empfandst du? Nicht immer. Manchmal musste ich sogar lachen, also gerade im Finale. Ja. Wenn dann eine gewisse Gestalt erscheint, die auch immer wieder mit Voodoo in Verbindung kommt, fand ich das schon irgendwie lustig, weil das dann irgendwie leicht befremdlich wirkte. Ja, genau. Und darauf hatte ich angespielt, genau auf diesen Punkt. So, wie fandest du denn die Bildsprache und die Musik, wo in dem Film vorkommt? Weil der Film scheint ja nicht besonders schnell vorzugehen. Ich fand, es zieht sich so ein bisschen, weil er sehr leise und ruhig ist. Also ich finde, man merkt den Film sein geringes Budget schon an. Bisschen kann das kaschieren, nicht zu 100%. Ja. Und wenn man dranbleibt, würde ich sagen, dann entlohnt das Finale. Also, ja, die Bildsprache, da wäre mehr drin gewesen, aber anhand der Mittel, die sie hatten, haben sie wahrscheinlich das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ja, das empfinde ich ähnlich. Was mir noch komisch auffallen ist, das muss ich auch noch anschneiden, warum Rihanna in dem Film vorkam, weil irgendwie hatte die Fanny ein Referat machen müssen, vortragen müssen, und es ging halt über Rihanna. Oder war das Melissa? Ist ja egal. Ach, das soll wahrscheinlich einfach nur zeigen, dass unsere Mädels da in der Schule. Achso, in der Jetztzeit sind. Okay, macht Sinn. Dass wir in der Jetztzeit sind, dass das einfach normale Jugendliche sind. Ich habe da auch kurz aufgeschaut und habe mich dann gefragt, wollten die damit sagen, dass Rihanna irgendwie damit was zu tun hat? Aber nee, ich denke einfach nur, das sollte die Normalität der Kinder zeigen. Dass man so ein bisschen auch den zeitlichen Ablauf von den Mädels einsortieren kann. Aber ich habe mir auch erst gedacht, warum Rihanna? Weil kommt die auch aus Haiti? Oder was hat die damit? Ja, das hatte ich mir eben auch gedacht. Aber ich denke, dass man damit einfach den Zeitgeist zeigen wollte. Es wirkt für mich zum Beispiel total befremdlich, wenn Schülerinnen dann Sachen von 1800 noch was lesen. Ja. Wenn es dann zum Beispiel Stoff geben würde, der dann das Ganze thematisch ähnlich verpackt, aber vielleicht ein bisschen aktueller ist. Ich merke das im Freundeskreis, dass viele sich an der altertümlichen Sprache stören. Deswegen stößt mir das dann so ein bisschen auf, wenn ich denke, ja, also damit die neuen Jugendlichen wirst du da auch nicht unbedingt hinterm Ofen vorlocken. Ich muss mir mein Wissen und so, also mein, dass ich diese altertümliche Sprache zu schätzen weiß, das musste bei mir auch jahrelang reifen. Deswegen wäre das die vollkommen falsche Herangehensweise gewesen bei Jugendlichen jetzt 12, 13, würde ich sagen. Ja.
Gut. Ich würde dann sagen, machen wir einen Cut, eine Zusammenfassung, wie du in dem Film fandest und dann eine Bewertung. Sagen wir mal, wir machen Voodoo Dolls. 5 Voodoo Dolls kannst du vergeben. Mhm. Was würdest du geben? Ich fand das eine schöne Herangehensweise an den klassischen Zombie. Also, dass man das auch mal wieder zu schätzen weiß und auch wieder ein bisschen aufnimmt. Da hat man dann Unterdrückung und Sklaverei und sonst was gebracht. Sonst könntest du in der heutigen Zeit, gerade in der jetzigen Situation in Amerika, diesen klassischen Voodoo-Zombie wahrscheinlich gar nicht mehr bringen. Deswegen fand ich das schön, das jetzt auch mal in der heutigen Zeit in einem aktuellen Film zu sehen. Und gerade das Finale fand ich, so abgedreht es auch war, dann schon irgendwie lustig und hat diese beiden Handlungsstränge schön zusammengeführt und hat das Ergebnis dann doch ein bisschen besser abgerundet. Deswegen, ja, ich gebe mal solide 3 von 5 Voodoo Dolls. Yay. Da bin ich ähnlich. Ich fand den Film ein bisschen langatmig erzählt, also auch ein bisschen langsam. Hätte man ein bisschen kürzer machen können. Ich meine, diese Stunde 43 Minuten hätte man vielleicht auch auf eine Stunde 20 oder so. Naja, also es sind ein paar Szenen da, wo ich denke, die hätte man ein bisschen kürzer machen können. Auch gab es eine Szene, wo sie telefoniert mit Mutter oder so und irgendwie was, ja, was besprechen, wo ich denke, hä, was hat das jetzt für eine Info für mich? Das bringt doch gar nichts, das hätte man rauslassen können. Es sind so ein paar Punkte, ja, wo ich sag, hätte man kürzen können. Von Bild und Ton, wie du schon sagtest, bei dem kleinen Budget ist es eigentlich ausreichend und ich würde auch 3 Voodoo-Dolls geben und finde das Ende ganz lustig. Deswegen finde ich, sollte man den Film schon durchziehen. Also gerade diese Gestalt da zu sehen, ja, das fand ich schon klasse und wie overactend diese Gestalt war. Also da hat es mir dann tatsächlich sehr Spaß gemacht. Fand ich so mega, weil ich irgendwie genau das erwartet hatte. Also nicht, dass die Person, wo wir jetzt hier ansprechen, erscheint, sondern in dem Moment, wo ich diese Person gesehen habe, habe ich gedacht, okay, und wenn die aber jetzt nur so lahm, larifari irgendwie hier was erzählt, finde ich das langweilig. Und das fand ich eigentlich eine gute Entscheidung. Gut, ja, Patrick? Ach so, ja, hast du noch einen Punkt? Ja, diese Gestalt kennt man eben, wenn man sich mit Voodoo befasst. Sie hat einen Zylinder auf und ist meistens so der Obermacker. Man kennt die aus Konstantin, Leben und Sterben lassen von James Bond oder diversen Sachen, die sich mit Voodoo-Mythologie befassen. Also da wird man irgendwann immer auf ihn stoßen. Sogar da, als Comicfigur gibt es den, ne? So wie du mir gesagt hattest. Also ich fand das nur konsequent, dass die das gebracht haben und die haben da diesen schmalen Grat gewahrt. Also sie war im Overacten, aber es war gerade noch so akzeptierbar und kurz vorm nicht ins Lächerliche abdriftend. Gut, wenn du keinen weiteren Punkt hast, würde ich... Nein. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir für das nette Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann mal wieder hören. In diesem Sinne. Ich doch auch. Ja. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Um viele Menschen und Getier und auch um Knarren geht es hier. Auf unsere Review könnt ihr bauen, denn heute geht's um Adamstown. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Ich bin euer Anmoderator, der Lasse, und bei mir sind Patrick. Hi. Und Frosty. Hallo. Und wie ihr schon ganz richtig an diesem kleinen improvisierten Intro gehört habt, geht es um Adamstown, ein extrem ungewöhnliches Filmprojekt, ursprünglich aus dem Jahr 2019, welches jetzt so langsam die Runde macht und einiges an Aufmerksamkeit bekommt. Und vielleicht können wir dabei helfen, diese Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu steigern. Kann einer von euch vielleicht ein kleines bisschen mehr Infos geben über dieses Projekt? Also der Comic ist von Verena Braun geschrieben worden, ist dann durch Kickstarter finanziert worden. Und der Comic war schon ihr ganz großes Herzensprojekt. Und dann hat sie sich bemüht, mit allen möglichen Statisten und so dazu einen Film auf die Leinwand zu bringen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es ist halt jetzt kein hoch
hochgradig bezahlter Film, aber man hat diesen Film mit allen Mitteln, die man bekommen hat, eben auf die Beine gestellt. Deswegen darf man von vornherein nicht diese großartigen Ansprüche an diesen Film stellen, wie jetzt zum Beispiel an den neuen Nolan-Film. Das Ding ist halt, ich habe, als wir den Trailer gekriegt haben und uns gesagt wurde, hey, wir hätten eine Chance, den zu besprechen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, was ist das? I'm in. Weil es ist, der Trailer gibt einen sehr guten Überblick darüber, was dieser Film ist, worum es ungefähr geht auch, wie das aussieht und so weiter, wo ich mir dachte, das ist so unfassbar schräg, so ungewöhnlich und das dann eben auch aus deutschen Landen. Ja, es erinnert ein wenig so von der Optik und von der Machart her so an Helge Schneider Filme irgendwie und das war das, was zum Beispiel mich gereizt hat. Ich hatte einen gewissen Helge Schneider Vibe, was ich hier für einen Vibe hatte auch, war ganz eindeutig John Waters. Hatte ab und zu halt diese Art von, wo er dann ja quasi seine ersten Filme waren dann einfach nur mit Freunden und Bekannten, diese merkwürdigen kleinen Experimente und so weiter. Und hier hat man eben wirklich das Gefühl, ein Haufen, wirklich ein gigantischer Haufen von kreativen Leuten aus vielen verschiedenen Bereichen kommt zusammen und beschließen, wir machen jetzt irgendwie einen Film zusammen. Und du merkst, wie viel Mühe da drin steckt, wie viel Spaß die auch garantiert hatten am Set und all das kommt auch extrem rüber. Also das überträgt sich irgendwie auf den Zuschauer, trotz irgendwie des Nonsens, was da irgendwie passiert. Es hat so dieses ganz wundervolle, naive, hoffnungsvolle, kreative Feeling einfach, genauso eben eigentlich, wie man ja schon früher mit seinen Freunden selber vielleicht mit irgendeiner Kamera dann ausgezogen ist und gesagt hat, so und jetzt filmen wir mal diese hier Szene, stell dich hier hin und dann sagst du den Satz und so weiter und so fort. Aber das hier ist mit einigen mehr Aufwand produziert noch als Projekte dieser Art. Ich musste tatsächlich an Bad Taste auch denken, von der Machart, nur ohne großartiges Blutgekröse. Oh ja, ja. Die Handlung ist eigentlich ein Standard-Western, also so im Prinzip, aber das unterscheidet sich in dem Sinne von, es spielt in einer Welt, wo Menschen und Tiere gewissermaßen so fast gleichberechtigt sind, wo du teilweise halt so Tiermenschen hast, aber dann auch die Tiere selber sprechen können wirklich, aber die dann halt auch entsprechend als Tiere benutzt werden. Also Pferde sprechen, aber du hast einerseits trotzdem so einen Pferdemenschen und einige der Hauptfiguren sind dann eben so eine Katzenlady, so ein Pferdemann und dann noch so ein Igelmann oder sowas in der Art. Und ein paar Vogelmänner. Ja. Genau, ein paar Vogelmänner gibt's und dann gibt es die Würmer, welche quasi die Stadt unterjochen wollen, Adamstown, so unter ihr und ihre Fittiche bringen wollen. Und Tiere sind da nicht mehr wirklich erlaubt, wo ich mir halt auch denke, erlauben denen auch so gewöhnliche Pferde nicht. Aber Pferde sind da nicht gewöhnlich, weil sie sprechen können. Und wir haben eine Rahmenhandlung, wo sie sich teilweise so ein bisschen die Handlung erklären und mittels eines Modells, wie wir dann auch darauf noch gucken können. Und abseits davon haben auch viele der Nebenfiguren noch so kleinere Nebenhandlungen mit Beziehungen oder mit irgendwelchen Schwierigkeiten. Und an sich geht es um so eine Art von Prophezeiung, dass wenn Tiere eine Bank bauen in dieser Stadt, dann wird irgendwie alles gut. Das ist irgendwie die grobe Handlung, wie ich da so halbwegs durchgestiegen bin. Ich hatte noch nie was davon gehört, von dem Comic vorher oder sonst etwas in der Art. Das ist halt eher so ein Nischending. Und der Comic ist sehr hübsch gezeichnet, ist auf jeden Fall auf seine Art auch kreativ. Und dieses Ding hier eben, weil ich finde, das ist die bestmögliche Lösung, weil die sich gedacht haben, niemand gibt uns dafür irgendwie ein großes Budget. Wir machen es einfach selber auf unsere Art. Und was dabei rausgekommen ist, ist ziemlich einzigartig. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass es halt auch ein sehr inklusives Projekt ist. Also da sind Leute mit diversen Behinderungen, da sind aber auch Leute aus den verschiedensten Ländern, was mitunter so kleine Probleme bekommt, weil man manche Darsteller wirklich eher schwierig versteht, wo ich mir erst nicht sicher war, nuscheln die oder ist das ein bestimmter Dialekt oder Akzent, ist das Absicht oder nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es schon gut. Und was ich sehr schön fand, war im Ganzen, dass es halt überhaupt nicht thematisiert wird, sondern einfach so, da sind unterschiedliche Menschen und es ist total okay und das ist überhaupt nichts, worüber man reden muss, weil es einfach ganz normal ist. Und dann sind da diese Tiere, die halt auch anders sind und trotzdem ist es okay. Und du hast trotzdem noch dadurch, dass die Tiere ausgegrenzt sind, dann trotzdem noch so dezent diese Botschaft von wegen Toleranz. Ja.
Ja. Ja, ja, es steckt viel drin. Es ist ja teilweise so mit im Rahmen von halt pädagogischen Einrichtungen und so weiter entstanden halt Integrationsprojekte für Leute mit Migrationshintergrund und so weiter und so fort, dann eben auch Behinderteneinrichtungen oder nur eine bestimmte alles in Norddeutschland entstanden, was man halt teilweise durchaus sehen kann, weil ich weiß nicht genau, in welchem Umfeld das genau gefilmt wurde, aber halt einmal sieht man kurz einen Teil von Hamburg oder wie auch immer. Aber was ich halt so cool fand, ist, dass die teilweise wirklich also richtig gut verstecken, wo genau es gedreht wurde, weil die allererste Einstellung da ist, die haben das im Prinzip so gemacht, dass man da so diese norddeutsche Heide, diese Felder hat und dann hat man per CGI so amerikahafte Berge eingefügt und ich finde, der allererste Shot, da ist der Bluescreen relativ offensichtlich oder wie auch immer sie das gemacht haben, aber dann gibt's andere Aufnahmen, wo es so überraschend gut aussah, meiner Meinung nach, wo das halt wirklich so einen ganz eigenen Look, so eine eigene Epik entwickelt, die haben eine Drohne und sie benutzen diese Drohne. Ja, das hat mich auch echt erstaunt, irgendwie dafür, dass es ja eher ein kleines Projekt ist, irgendwie fand ich gerade so die Landschaftsdarstellung sehr schön. Auch halt mit diesem Effekt, mit diesen gemalten Bergen im Hintergrund, während vorne halt echte Natur ist. Das war wirklich professionell auch gemacht. Und die Kameraführung an sich fand ich irgendwie stellenweise echt großartig. Also da war quasi jedes Bild so wie gemalt. Also irgendwie, man denkt so, oh, das ist ein kleines Projekt, da darf ich jetzt optisch nicht viel erwarten, aber es ist wirklich schön gemacht. Also da echt Hut ab. Richtig, richtig. Richtig toll, halt zu Anfang halt viele schöne, wirklich tolle Drohnen-Shots, wenn man da so eine kleine Eisenbahn sieht oder wenn da jemand auf einem Pferd reitet. Und einmal sieht man auch halt, was so auch so in diesen Charme dran spielt. Einmal habe ich den Schatten der Drohne gesehen, was ich halt auch wirklich nett fand. Es ist schräges Teil. Das unterstützt ja auch diesen liebevoll trashigen Charme, den dieser Film ausstrahlt. Aber er sieht dabei selten billig aus. Ja, das hat diesen netten, leichten Sepia-Filter, also die geben sich Mühe, das so ein gewisses Setting reinzumachen. Es gibt einige wirklich tolle, ich fand die kleine Vorspannsequenz in dem Modell sah super aus. Wir haben halt einige Shots, die richtig toll beleuchtet sind, wenn man da das Telefon im Vordergrund hat und im Hintergrund ist da eher so die nächtliche Stadt und da Sheriff Scott spricht am Telefon und so weiter. Und eben auch, bestimmt dann der Shootout gegen Ende, den fand ich ziemlich gelungen auch, wo sie ja so echte, so kleine Explosionseffekte und so benutzen, wo die das irgendwie nicht in der Post reingeklatscht haben, sondern wo sie da wirklich so ein bisschen rumgeballert haben und dann wirklich auch gute Zeitlupenshots tatsächlich, wo ich mir auch denke, ja, da steckt Planung drin. Mich würde auch tatsächlich interessieren, wie lange haben die gebraucht, um diesen Film zu drehen? Es sind ja wirklich viele, viele Darsteller. Und wenn man sich das Poster durchliest, da bekommt man ja dann mit, was da für ein großer Aufwand betrieben wurde. Falls man das während den Film noch nicht mitbekommen hat. Ja, es waren wohl so 26 Drehtage insgesamt und dann wahrscheinlich auch gesplittet in mehrere Crews, wo da ja auch, glaube ich, verschiedene Leute verschiedene Dinge beigetragen haben, was ja auch einige dieser Musical-Nummern erklärt, die dann ab und zu mal in den Film reinkommen und teilweise so ein bisschen disconnected sind, aber dann auch irgendwie dazu passen, wo ich mir halt auch denke, da haben die sich so ein bisschen abgesplittet und gesagt, ja, hier, wir sind hier so 3-4 Leute, wir filmen das hier jetzt mal und dann kommt das später rein. Und teilweise funktioniert das mit dem Lip-Syncing besser als in anderen Stellen, aber ich finde halt, all das hat so einen unfassbaren, ich weiß nicht, irgendwie so einen Charme, den man sich da wirklich nicht entziehen kann. Und ich, das Einzige, wo man Schwierigkeiten hatte, war halt wirklich, die Story ist nicht, ist nicht so erzählt, dass man ja hundertprozentig super gut folgen konnte. Jedenfalls ich nicht. Ich war teilweise halt ein bisschen verwirrt. Also ich glaube halt, sie ist etwas unnötig umständlich erzählt vielleicht. Aber ich weiß nicht genau, woran das gelegen hat. Ich würde sagen, da ist dann tatsächlich so ein bisschen der Geldmangel zum Tragen gekommen. Teilweise haben die ja schon über Dialoge Exposition betrieben und teilweise auch über die Songs, sodass sie dann auch Charakter-Background geliefert haben und so. Weil ich denke, dass man da der Handlung nicht immer folgen konnte, war dann tatsächlich dem geringen Budget geschuldet. Das könnte sein. Ich könnte mir doch gut vorstellen, dass vielleicht diese Sachen beim Modell, dass das vielleicht eher so ein bisschen nachträglich dann noch entstand, so um noch ein bisschen Zusatzerklärung zu liefern. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist an sich eigentlich auch gar nicht wichtig, weil man wird so gefangen in diesem ungewöhnlichen Look und in dieser
in diesem Zusammenwerfen von all diesen vielen verschiedenen Menschen, die sich da so reinhängen und teilweise so unfassbar lange Einstellungen, wo ich dann auch dachte, Mensch, das ist einiges an Text zu merken hier und die machen das so schön und vor allem auch, was ich so lustig finde auch ist, dass du teilweise halt eben eindeutig halt Frauen hast, die Männerrollen spielen sollen und die geben sich nicht mehr irgendwie Mühe, die dann entsprechend umzudesignen oder so. Sondern es ist halt einfach nur, ja, du bist ja jetzt hier offensichtlich eine Frau Mitte 20 oder wie auch immer, aber du hast diesen männlichen Namen und du, keine Ahnung, also halt, ich weiß nicht, das hat dich irgendwie noch so zusätzlich mit in diese Welt geholt, wo ich so dachte, ach, die kümmern sich da jetzt nicht groß drum oder das hat vielleicht auch wieder dieses Inklusionsthema mit drin. Das ist einfach so schön halt. Möchtest du gern diesen Charakter spielen? Okay, cool, kannst du machen. Also die Frauenrollen fand ich insgesamt sehr gut. Also die waren halt auch gut besetzt und die haben toll gespielt. Wo ich noch ein bisschen zwischengrätschen würde, ist irgendwie, also ich fand diese Musiknummern größtenteils einfach wirklich extrem schrecklich irgendwie. Also bei einem Lied war es auch total schräg gesungen. Das hat echt in den Ohren wehgetan, also mir zumindest. Und das, obwohl ich gerade so ein bisschen country-lastige Musik, weil das muss man dazu sagen, die Musik ist natürlich dem Western-Genre entsprechend auch so ein bisschen country-lastig. Ich mag das Genre eigentlich ganz gerne, aber ich fand die Musik wirklich extrem schrecklich irgendwie. Also das ist für mich eigentlich auch das Einzige, wo ich sage, da mochte ich den Film gar nicht, weil ansonsten fand ich es irgendwie ein echt schönes, tolles Projekt. Ja, das kann ich verstehen. Ich fand ein, zwei Songs, fand ich, waren so für sich auch tatsächlich gelungen, wo ich halt so dachte, ach ja, das sind nette Nummern, definitiv. Halt einige sind halt definitiv nur so zum Spaß an der Freude da und andere vertiefen halt ein paar Beziehung noch ein bisschen mehr. Es gibt auch ein paar Stellen, wo ich halt wirklich tatsächlich lachen musste, also wo so ein bisschen gutes Timing drin war bei den Jokes. Und auch der Score selber halt ab und zu, die Filmmusik an sich hatte ein paar schöne Stellen, gerade gegen Ende im Finale auch. Ich weiß nicht, also ich konnte mich dem da auch irgendwie schwer entziehen, weil ich mir dachte, ja, das sind vielleicht jetzt irgendwie nicht technisch perfekte Musical-Nummern und die Texte sind irgendwie corny, aber das gehörte da so für mich dazu und du merkst einfach, die macht das so Spaß und die geben sich so Mühe. Ich konnte da nicht wirklich was gegen sagen. Lasse, du bist aber auch sehr musikaffin, also mich haben diese Musical-Anleihen teilweise schon rausgerissen, also ich bin da ganz bei Frosty. Ja, ich kann, wie gesagt, ich kann das auch verstehen. Und aber jetzt in diesem Fall hier, weiß nicht, das gehörte so für mich so zu dieser allgemeinen Wirkung dazu, wo ich eben auch dachte, wir würden gern irgendwie ein Musical, irgendjemand hat vielleicht gesagt oder mehrere Leute, wir hätten irgendwie gern so Gesangsnummern, Musiknummern drin und da haben sie gesagt, ja sicher, warum nicht? Okay, bauen wir ein bisschen was ein. Das hatte irgendwie noch diesen Effekt. Es hat einfach nur, dieses ganze Projekt hat einfach nur diese Wirkung von, Leute sagen einfach konstant ja. Und das meine ich auf absolut positive Art und Weise, wo niemand irgendwie sagt, nee, das können wir nicht machen, nee, das ist irgendwie zu sinnlos oder nee, das hat irgendwie jetzt nicht so den richtigen Platz hier oder ach nee, das ist vielleicht nicht für das Pacing dienlich oder ach nee, das wäre irgendwie zu bescheuert, nee, wo die einfach immer konstant sagen, ach ja, nee, das klingt gut, das klingt lustig oder oh, das würde dir gefallen, okay, cool, machen wir das. Das ist eben auch der Vorteil an so kleineren Filmen. Wenn dann nicht großartig diese Studiobudgets fließen, dann hast du da auch ein bisschen mehr Mitspracherecht. Also wenn du selber ordentlich Geld investierst und dir selber deinen Lebenstraum erfüllst, jetzt wie hier Verena Braun und der Regisseur, dann hast du da auch ein bisschen mehr zu sagen, als wenn du jetzt beim nächsten Til Schweiger-Film mitspielen würdest. Oh ja, die Regisseure, ja tatsächlich, waren ja zwei. Mhm. Auch welche, die noch nicht vorher groß etwas gemacht haben. Also all diese Leute haben jetzt nicht unbedingt die mega professionelle Erfahrung, größtenteils. Hier und da hast du halt so ein paar bei den Schauspielern, wo du halt merkst, okay, die haben vielleicht ein bisschen mehr, die sind ein bisschen kameraerprobter hier und da. Aber eben allein die Tatsache, dass all diese Menschen größtenteils vielleicht nicht mit unbedingt Erfahrung oder die sich nie hätten träumen lassen, ich stehe mal irgendwie vor einer Kamera. Und dann wird ihnen das auf diese Art ermöglichen. Dann findet dieses Projekt so viel Aufmerksamkeit tatsächlich auch. Das finde ich ist ein ziemlich inspirierendes Ding und das ist ein richtig cooles Ding, wo ich halt auch wirklich sagen muss, das gönne ich denen absolut. Und ich kann eben auch, und sowas muss ich eben auch sagen, ich habe sowas auch einfach noch nie gesehen. Also ich kann es definitiv mit Sachen vergleichen, aber auch nur grob, weil es trotzdem so irgendwie dieses eigene Ding dann geworden ist. Und so kann ich dann nichts anderes sagen als irgendwie mein Respekt für dieses Teil, obwohl sich das irgendwie so in gewissem Sinne so eine richtigen Punktewertung entzieht, weil ich nicht genau wüsste, wie ich das einordnen soll. Ja, was für mich noch so
im Kopf geblieben ist. Ich hatte ja anfangs gesagt, irgendwie der Trailer hat mich so an Helge Schneiders Texas erinnert. Und letztlich ist es dann was komplett anderes, weil so für einen Moment dachte ich so am Anfang so, naja, also wirklich lustig finde ich das jetzt nicht. Und hatte dann erstmal so gedacht so, jetzt erstmal abwarten, was kommt. Aber es war trotz allem irgendwie, auch wenn es halt nicht so das, was ich erwartet hatte, nämlich diese lustige Helge Schneider Art, es war sehr unterhaltsam. Also ich habe mich den ganzen Film nicht einmal gelangweilt. Okay, ich fand diese Musical-Stellen halt nicht toll. Aber ich bin halt an der Story dran geblieben, selbst in diesen für mich eher schrägen Musikstücken, weil die haben ja durchaus Story mit transportiert und bin gut unterhalten worden. Und das finde ich für so ein Projekt schon sehr erstaunlich, irgendwie, weil die hatten auch sehr künstlerisch anspruchsvolle Ideen, fand ich irgendwie. Es gibt da so diese eine Erinnerungsszene in so einer Telefonzelle, allein die Telefonzelle ist schon sehr schön dargestellt. Da will ich jetzt auch gar nicht groß in die Details reingehen, aber das war einfach so, wie das Ganze dann aufgebaut war, irgendwie sehr schön gemacht. Also es ist halt nicht so, oh, es ist ein Projekt, was irgendwie einen guten Zweck verfolgt, sondern es hat auch wirklich einen künstlerischen Anspruch, der auch erfüllt wird. Ja, es ist, das finde ich eben so interessant daran. Es ist halt auch kein Projekt, das, die erzählen die Story relativ ernst. Also, wo du halt, die, alles drumherum macht es dann irgendwie so schräg und komisch, vielleicht dann auch teilweise unfreiwillig komisch. Aber das ist eben das Witzige, dass sie nicht wirklich jetzt große Witze von sich aus machen, sondern es ist größtenteils eher so auf die eigene Art ernst erzählt. Und ich finde, das ist halt, ich finde sowas auch noch sehr viel schöner, als wenn man sich so absichtlich, okay, wir machen jetzt hier absichtlich so einen totalen Blödsinn wie sowas wie Sharknado, was auch funktionieren kann, aber wo die dann halt wissen, ja, das ist eine Comedy und wir machen das absichtlich doof und so weiter. Aber ich finde, diese Mischung hier geht sehr gut auf. Und eben, was auch die Produktionswerte angeht. Ich finde, teilweise das Make-up war gelungen durchaus. Mhm. Also, teilweise merkt man halt irgendwie geringe Mittel. Und das hat aber noch eine gewisse Wirkung halt von all dem Make-up. Zum Beispiel der Katze, Igel, fand ich da relativ gelungen. Ja. Teilweise ist es eben auch schön, wenn du dann siehst, wie was gemacht wurde ab und zu. Und ja, eben auch mit den Schießeffekten. Und teilweise eben auch da bei dem Tiertraining, was sie da haben und eben ja auch die Kameraarbeit. Also da steckt echt einiges drin. Das Wort, das du gesucht hast, das war charaktergetriebener Humor. Also der macht sich nicht lustig so von wegen, ach, wir sind voll Kacke, sondern der Humor ergibt sich dann meistens aus den Situationen und den Charakteren, die da drin irgendwie plötzlich verwickelt sind. Wenn du dann so eine Bande von Würmern hast, die Städte terrorisieren, dann denkst du auch erst, okay, das ist jetzt abgedreht. Ja, das Musical-Nummer dann als richtig späte Einführung als Bande eigentlich. Ja, die Johnsons. Ja, die Johnsons, wenn sie dann halt so eine kleine Musical-Nummer haben, während sie dann so eine Prügelei haben und so. Ja, es ist einfach so, so schräges Zeug, dann halt jemand, der seinen lang verschollenen Vater wiederfindet, gibt's eine Geschichte, die fand ich mit sehr viel Charme und auch Herzlichkeit rübergebracht worden. Es ist einfach, Gott, ich weiß gar nicht, was man dazu noch alles jetzt groß viel mehr sagen kann. Ich fand's schon lustig, also am Anfang, also da reitet ein Typ mit einem Pferdekopf am Anfang auf einem Pferd und dann sagt er, ja, was willst du denn? Du bist doch nur ein scheiß Pferd. Dachte ich auch, okay, ja. Es ist so schräg, also so schräg. Aber das ist eben so cool, halt, dass man eben heutzutage dann auch noch durch sowas überrascht werden kann. Gerade dann eben aus einem Land wie unserem. Und dann ist das so ein Nischenprojekt, was auch wirklich für einen guten Zweck erdacht wurde, aus einem guten Willen heraus. Frei von jedwedem Zynismus und einfach so puren Herzens. Und ich finde, so etwas sollte man gratulieren und bewahren. Ja, man kann es ja auch tatsächlich auf mehrere Wege unterstützen. Man kann bei der Seite Jungle World oder wo war das? Nee. Adamstown Film kommen, ne? Genau, da kann man zum Beispiel den Comic kaufen, der auch der Stützung von Corona zugutekommt. Also wenn man dieses Herzensprojekt unterstützen will, mal den Comic kaufen, der wird bestimmt auch nochmal Spaß machen, diese paar Sachen, die man nicht ganz verstanden hat, klären. Und ich als Comic-Fan, der ja das Ganze demnächst bei den Comic-Cookies besprechen wird, wird mir das Ding wahrscheinlich auch ziemlich bald noch aufs Zahnfleisch legen. Yeah, das ist super. Ja. Ja.
dieses Ding ist, bevor wir dann zum tatsächlichen Fazit kommen, was so ein bisschen schwer sein wird, habt ihr dann sonst noch etwas hinzuzufügen? Nö, ich habe alles gesagt soweit. Ich denke auch. Okay, perfekt. Dann fang ich doch einfach mal mit meinem Fazit. Gott, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich hier groß Punkte vergeben kann, weil, wie gesagt, das entzieht sich so jedweder ernsthafter Kritik tatsächlich, weil es so ein schräges Eigending ist. Kann ich ja nur sagen, irgendwie empfehle ich das irgendwann mal anzugucken. Weil ich würde tatsächlich sagen, ja, weil es ein wirklich interessantes Experiment ist. Ein sehr, sehr schräges Teil, wo man halt wirklich denkt, meine Güte, es ist auf diese Art wirklich kreativ. Es ist merkwürdig, es ist komisch, es ist extrem originell auf seine Weise. Und halt eben auch wirklich aus diesem guten Zweck heraus entstanden, aus diesem guten Willen. Und da kann man nicht anders, als einfach auch seinen eigenen guten Willen sprechen zu lassen und zu sagen, was immer ihr als nächstes anpackt, ich bin echt gespannt drauf. Halt für so ein kleines, verschrobenes Indie-Projekt ist das ein cooles, sehr, sehr originelles Ding, was ich so dann wirklich halt vollen Herzens unterstützen würde. Und was sie bisher so für Stimmen und gekriegt haben und Preisverleihungen und so weiter, denke ich nur, weiter so, ich gönn's euch allen, habt ihr wirklich schön gemacht. Jo, dann sag ich mal, ich würde, glaube ich, so, wenn wir 5 Strohhüte vergeben könnten, würde ich 3,9 geben. Ja. Weil ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Es zeigt mir neue Dinge. Abzüge gibt es für die nervige Musik. Und was ich dem Film noch wünschen würde, wäre irgendwie so durchgängige Untertitel, damit man halt da, wo die Darsteller halt nicht ganz so deutlich sprechen können, aus dem einen oder anderen Grund, dass man da dann einfach überall komplett mitkommt. Also ich würde den Film einfach komplett mit Untertitel zeigen. Aber es ist halt ein durchweg unterhaltsamer, guter Film, irgendwie, der mir Neues zeigt. Also ich kann ihn echt empfehlen. Ja, das ist doch schön gesagt. Dann, Patrick, liegt jetzt alles an dir. Oh. Also ich finde dieses Projekt auch ungewöhnlich. Es ist klar, dass wir das nicht mit unseren sonstigen Maßstäben bewerten können, weil das wäre diesem Herzensprojekt gegenüber unfair. Ich würde mir aber wünschen, dass man vielleicht in Kickstarter dann ein Projekt macht, das das Ganze bündelt. Also so eine DVD-Box, wo man den Comic dabei hat, das Hörspiel dazu und den Film, dann wäre das wahrscheinlich eine ziemlich runde Sache für ein ziemlich ungewöhnliches Projekt, das das Ganze in seiner würdigsten Ausstattung präsentieren würde und vielleicht ein paar mehr Leute vielleicht dazu bringen würde, sich dann da ranzutrauen, weil das ist wirklich sehr nischig, da muss man drauf Bock haben. Aber wenn man das tut, ist es ein wirklich schöner Film, dem ich auch 3 von 5 Strohhüten geben würde. Ja, es hat halt diesen Vibe von wirklich, wie ich schon am Anfang den Vergleich gemacht habe, so wie meine, das hat mich halt so ein bisschen erinnert an die allerersten Filmprojekte, die ich dann so gemacht habe, wo ich dann einfach nur Freunde hatte und überhaupt keine Mittel und nicht wirklich eine Idee, wie dann das Endprojekt aussehen sollte, wobei ich hier, glaube ich, hier eindeutig sehr viel mehr Vision im Spiel. Aber wo es dann einfach halt so ein Ding, das guckst du dir dann heute noch an und das ist dir dann selber vielleicht irgendwie ein bisschen peinlich. Aber, oh Gott, ich könnte da so schlimme Dinge erzählen von meinen dummen Sachen, die ich gemacht habe. Und das hier ist mit so viel mehr Liebe, mit so viel mehr Plan, mit so viel mehr Herz produziert und mit so viel mehr Aufwand, dass ich dann halt wirklich sage, also ich kann damit mein dummes Zeug von damals echt einpacken. Und ja, die können ja einfach echt stolz darauf sein, was sie hier geschaffen haben mit vergleichsweise geringen Mitteln. Und einer sehr, sehr bunt zusammengewürfelten und unglaublich leidenschaftlichen Crew. Also das ist unsere Meinung zu diesem schrägen kleinen Filmchen. Wir bedanken uns sehr, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir den angucken durften und besprechen durften. Und falls ihr neugierig seid, dann würde ich sagen, versucht es einfach mal auf irgendeine Art auszuchecken. Vielleicht kriegt das ja irgendwann auch nochmal eine DVD-Release. Im Moment arbeiten sie ja so an einer etwas weiteren Veröffentlichung deutschlandweit. In verschiedenen Kinos und hier und dort und Festivals ja auch. Ja, und natürlich auch, wenn die lieben Leute diesen Film gemacht haben, dass sie zufällig hören, was ja schon ab und zu mal vorgekommen ist, dann hoffe ich, dass wir den hier einigermaßen angemessen besprechen konnten. Und bis dahin, wenn ich sonst noch eine kleine Anmerkung habe, ja? Unser Chef Andi, der wird mit mir im Oktober
den Comic dazu bei den Comic-Cookies besprechen. Also hört auch gerne in die nächste Folge Comic-Cookies rein. Da werdet ihr dann auch eine Kritik zu der Comic-Vorlage kriegen, um das Ganze noch ein bisschen besser zuordnen zu können. Unbedingt, unbedingt. Hört euch das auch unbedingt an. Das ist super. Genau, checkt den Comic aus, checkt den Film aus. Und ihr lieben Leute hinter diesen Projekten, Dankeschön dafür. Und wir verbleiben mit sehr freundlichen Grüßen, sagen Tschüss, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Tag, liebe Hörer, oder eine gute Nacht. Und wir verabschieden uns. Bis dann. Wir reiten jetzt gemeinsam in den Sonnenuntergang mit unseren sprechenden Pferden, Igeln und Katzen. Ja, tschüss. Tschüssing.